Das war unschwer zu erkennen an der Signation. Wir sind beim österreichischen Fußball und zwar beim Memphis Cup. Die zweite Runde wurde heute gespielt. Sie wissen natürlich als Experten, dass da die Max-Bundesliga-Clubs erstmals mit dabei waren und dass es eine Sensation gegeben hat. Und für alle in und rund um Ranshofen jetzt nochmal die Sensation von Ranshofen, der Sieg gegen Rapid. Es war ein denkwürdiger Nachmittag heute in Ranshofen, in Innviertel. Stimmung ausgezeichnet. Ernst Dokkopil und Herbert Weber kommen gemeinsam, aber doch nicht vereint. Und die 3000 Zuschauer in Erwartung eines großen Cupspiels. Die erste Möglichkeit, die haben die Innviertler, der 7. der oberösterreichischen Landesliga, und zwar durch Gilhofer. Das Match ausgeglichen auf beiden Seiten, relativ wenig Chancen, hier aber zweimal durch René Wagner vergeben. Savicevic und Wimmer fehlen bei den Hütteldorfern, die jetzt in dieser Phase ihre besten Szenen haben. Lakonikakis kommt heute immer wieder über rechts und Arnold Wettel macht das 0:1 in der 19. Minute. Da ist die Welt für Rapid noch in Ordnung. Aber die 3000 Zuschauer sehen ein offenes Match. Nächste Möglichkeit für die Ranshofner, die sich sehr bemühen, die kämpfen. Das war Degenhardt. Und da kommt Georg Eigner aus dem Hinterhalt und Meyer ist geschlagen. Der Ausgleich nach 27 Minuten, 1:1 unentschieden. Und das ist auch der Pausenstand. Und Harry Weber sieht nicht gerade glücklich aus. Nächste Chance für die Ranshofner. Hans-Peter Pöttinger vergibt diese Möglichkeit. Die einzige Sturmspitze der Innviertler. Dann achten Sie auf diese Szene. 6 gegen 6. Eigner gegen Roman Wallner, der zur Pause gekommen war. Und da gibt es wegen Tretens die rote Karte von Schiri Birkmann für den Rapidler. Hütteldorfer dann noch mit einer einzigen Möglichkeit in der regulären Spielzeit. René Wagner vergibt 1:1 nach 90 Minuten. 1:1 auch nach der Verlängerung ohne große Chancen. Das Elfmeterschießen, das musste entscheiden. Christian Dorner für Ranshofen 1:0. Meyer getäuscht und geschlagen. Dann Lagolikakis. Kläglich vergeben. Es bleibt beim 1:0. Dritter Elfmeter, Martin Amstleiter, der Mittelfeldspieler. 2:0 für Ranshofen. Die Sensation beginnt sich abzuzeichnen. Wettel dann, Tor, erstes Tor für Rapid im Elfmeterschießen. 2:1 nur mehr. Dann Gerald Heinzel, auch er trifft ins Kreuz. 3:1 für Ranshofen. Und jetzt wird schon langsam eng für die Hütteldorfer. Oliver Freund und an die Stange. An die Stange. Und jetzt musste der nächste Elfmeter die Entscheidung bringen. Thomas Kirchberger, der Libero. Wenn er trifft, dann ist Rapid aus dem Pokal. Und er trifft, er täuscht Meyer. 4:1 im Elfmeterschießen für Ranshofen gegen den 14-fachen österreichischen Pokalsieger Rapid. Die Sensation ist perfekt. Ranshofen ist weiter, Rapid ist ausgeschieden. Aber der Trainer, er bleibt gelassen. Ich bin selbst jetzt nur ein bisschen kurz nach dem Erfolg sprachlos, aber ich bin so begeistert. Ich glaube, jeder hat heute in Ranshofen miterlebt, was also im Kopf drinnen steckt, wenn man wirklich alles gibt an Bereitschaft, wenn man das nötige Glück auch hat. Man kann sich wirklich nur entschuldigen bei unseren Fans. Es war wirklich für eine Rapid-Mannschaft nur wenig würdig. Und man muss natürlich dem Gegner ein großes Kompliment machen, ihm verdient weitergekommen. Ein fairer Oliver Freund und so feierte man anschließend in der Kabine der Ranshofner. Es hat keine weitere Sensation in diesem Memphis Cup in dieser zweiten Runde gegeben. Gestern kurz nach 16:30. Mit diesem Elfer von Thomas Kirchberger flog Rapid aus dem Cup und in Ranshofen brachen die Jubelstürme aus. Bis in die frühen Morgenstunden wurde im Vereinslokal des ATSV Ranshofen ausgelassen gefeiert. Der Sieg über Rekordmeister Rapid war das Fußballereignis für die Innviertler Fans. Das, was heute die Ranshofener geschafft haben, das ist ein Jahrhundertereignis. Also sowas wird es in den nächsten 100 Jahren sicher nicht mehr geben. Ja, super einfach. Das ist die größte Freizeit Ranshofen. Die Helden des Abends waren die siegreichen Ranshofener Spieler. Allen voran der Tormann. Es war einfach super, vorne so einer Kulisse zum Spielen und wir haben einfach nichts verlieren können, nur gewinnen, war super. Kannst du gar nicht glauben. Ich bin stolz auf die Ranshofener. Ich hab's fast erwartet. Ich bin zwar nicht sehr oft bei solchen Spielen, aber ich habe mir gedacht, das ist eine Möglichkeit, dass die Ranshofener eigentlich mal zeigen, was sie können. Mit einem Sieg gegen Rapid im Gepäck träumt manch ein Fan sogar von weiteren Erfolgen. Mit unserer jungen Mannschaft können wir das schaffen, dass wir auch die nächste Runde überstehen.
Die peinliche Cup-Blamage von Rapid gestern in Ranshofen in Oberösterreich hat Folgen. Den Spielern wurde eine Geldstrafe auferlegt, deren Höhe allerdings nicht bekannt gegeben wurde. Allzu hoch kann sie nicht sein, denn die Spieler reagierten auf diese Sanktion eher gelassen. Ich weiß nicht, was das bringen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie einer das absichtlich gemacht hat. Das ist eine Entscheidung des Präsidiums, aber natürlich bin ich auch der Meinung, dass eine solche Niederlage gegen einen solchen Gegner, wobei ich die Leistung des Gegners nicht abwerten will, Konsequenzen haben muss. Darüber hinaus gibt es für alle an der Blamage beteiligten Spieler Einzelgespräche mit dem Trainer. Nichts anderes haben wir heute gesprochen, dass wir so schnell wie möglich diese Arroganz, diese Überheblichkeit vergessen und uns wieder besinnen, unsere wahren Stärken. Eine erneute Trainerdiskussion wird es in Hütteldorf nicht geben, weder vom Präsidium noch von der sportlichen Leitung. Heute vom Rapid-Präsidium saftige Geldstrafen für die Rapid-Spieler. Bei einem großen Club in Wien braut sich einiges zusammen. Bei einem kleinen Club in Oberösterreich wird Gebrautes in Massen getrunken. Ausgelassene Stimmung in Ranshofen, Rat und Fassungslosigkeit bei Rapid. Ich bin Teletext da, ich glaube, der Teletext ist kaputt oder was? So ein Resultat ist eine Schande. Es ist eine Schande. In Wirklichkeit ist es gestern eben so gewesen, dass sehr viele Spieler meiner Mannschaft derartig arrogant gewirkt haben. Normal gehört man so auspeitscht. Ganz so hart reagiert Rapid nicht, aber die angeblich fünfstellige Geldstrafe soll den Spielern auch wehtun. Jeder versucht immer zu gewinnen und ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, dass man jetzt eine Geldstrafe ausstellt oder sonst irgendwas. Natürlich bin ich auch der Meinung, dass eine solche Niederlage gegen einen solchen Gegner, wobei ich die Leistung des Gegners nicht abwerten will, Konsequenzen haben muss. Und wenn das Präsidium der Meinung ist, dass das durch eine Geldstrafe passieren soll, dann bin ich auch dafür. Sportliche Konsequenzen wird es so Weber keine geben. Dazu sei der Rapid-Kader zu klein. Ja, wenn es schon eine Geldstrafe gibt für die Rapid-Asse, dann vielleicht. Dann mit Ranshofen gegen Lask und für bedeutet das sozusagen das Motto, fragen Sie Rapid, dann wissen Sie, worum es geht. Die Rapid-Fans nicht gerne haben, wenn wir sie erinnern, aber das habe ich an dieser Stelle aus journalistischen Gründen tun. Oktober 1999, also im vergangenen Jahr, das Spiel von Ranshofen gegen Rapid, ein 1 in der Verlängerung, das heißt Elfmeterschießen. Wir sehen Freund, der seine verschießt, Stange zum Entsetzen der Rapid-Freunde. Und das ist Thomas Kirch, den entscheidenden Elfer zum 4:1 und damit Sieg und Aufstieg für Ranshofen trifft. Damals zum allem Übel der Roman Wallner, Neorapidler, damals ausgeschlossen. Ja, und Ranshofener wollen es heute also wieder versuchen und es blieb so, es sah lange Zeit so aus, als gäbe es wieder eine Sensation gegen den Lask. Es war das Comeback des Eugene Dadi beim Lask. Meisterschaft im Frühjahr nicht ein einziges Mal im Einsatz, wird er heute in Ranshofen nach von Trainer Koljanin eingewechselt und er bedankt sich gleich mit und das in der Verlängerung. Ich bin glücklich, weil es ist für mich gespielt und ja, diese zwei Tore für mich mehr und ja, ich bin da. Und wie er da ist, der Lask benötigt immerhin beim Rapid Ranshofen eine Verlängerung. Da ist Panis erstmals auf der sehr geschickt und das ist das 0:1 nach 96 Minuten der Franzosen. Dann Milinovic, der Verteidiger, vor 3000 bis dem 50 Meter Pass, natürlich auf Dadi, der sich immer wieder freiläuft, mit Tormann Mack. Und das ist das 0:2 und praktisch die Entscheidung in diesem Cup-Match der dritten Runde. Dadi ist wieder da, mit dem er viel Selbstvertrauen getankt hat. Sehr wichtig, das ist, weil diese Tor geschossen und so, wir sind für nächste Runde, das ist gut, ja. Dadi hat sich schon letzte Zeit im Training auch aufgedrängt nach langzeitiger Verletzung und ich kann nur glücklich sein, dass ich habe ihn wieder zurückbekommen. Ein guter Schachzug des Linzer Trainers. In den ersten 45 Minuten die beste Möglichkeit für Ranshofen durch Böttinger, dann durch Hadic, aber der Linzer Tormann Pavlovic kann klären. Koljanin unzufrieden,
Nach 45 Minuten steht es 0:0 und der LASK wacht endlich auf, und zwar über Kautz. Und mit der ersten guten Möglichkeit des Linzer Mittelfeldspielers Tormann Mack. Die Chancen der Linzer häufen sich jetzt. Wieder Kautz auf Brenner, einem der Besten. Er verzieht, es bleibt nach 90 Minuten beim 0:0. Da musste es ein Donnerwetter geben. Trotz meiner Warnungen, trotz Rapid-Warnungen, einige Spieler haben geglaubt, Taras Hoffen wird Angst haben, wenn sieht LASK. Die haben keine Angst, komischerweise, gehabt. Und dann, zweite Halbzeit, wo ich ziemlich laut wurde in der Halbzeit, haben wir das gemacht, wirklich gut gespielt. Und das hat auch geholfen. In der Verlängerung haben wir die beiden da die Tore schon gesehen, aber macht fast ein drittes. Und zwar aus dieser Aktion, da der Pech an die Querlatte. Der LASK gewinnt aber dennoch mit 3:0, und zwar durch einen Treffer von Christoph Lichtenwagner nach Vorarbeit von Brenner. Die Linzer damit im Achtelfinale. Der Rapid-Bezwinger Ranshofen ist out und die Innviertler zeigen sich als faire Verlierer. Der LASK hat aber dann aufgrund der Spielanteile und aufgrund des Kräftepotenzials dann verdient gewonnen, und wir sind eigentlich dann in der Verlängerung stehend K.O. gewesen. Wir haben gewonnen, und das ist das Einzige, was ist wichtig. Morgen wird man schon vergessen, nur das hat man noch einmal gesehen, das kann man nicht ohne hundertprozentigen Einsatz, erste 45 Minuten, haben doch einige geglaubt, es geht so. Ja, das war also zunächst einmal eine unter Anführungszeichen